condo living room, cars in it. Ace of spade with the Percocet and bars in it. Young shooters, real soldiers, put their heart in it. They talk about all this money we making, all these they hating. They talk about running that bag of fag, cause we ain't got no patience. Let's talk about popping scripts and Zans like we patients. And them feds allegations of how you pacing. $1 million dope, boy, I gotta be grateful. You trying to get that 100 mil, I'ma race you. Race you. Dope boy, I ain't never won't be a rap. Be a board reporter, LA. Wir freuen uns nun auf den Weltergewichtskampf zwischen Priceless und Phil CM Punk Brooks. Phil Brooks ist jetzt auf dem Weg ins Oktagon und wirkt hoch motiviert. Priceless ist auf dem Weg ins Oktagon. Ist schon beeindruckend, was für enorme Kickbox-Fähigkeiten der hat. Der hat so viele großartige Kicks in seinem Repertoire, dass es einem um jeden Gegner Angst und Bange werden muss. Da muss man sich im Kampf wirklich auf Distanz halten. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Weltergewichtskampf geht. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Und beide mit absolut vergleichbarer, ja mit eigentlich sogar fast identischer Größe und Reichweite. Bruce Buffer kommt jetzt mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Welterweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a wrestler holding a professional record of 5 wins, 1 loss. He stands 6'1" tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, CM Punk! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a kickboxer holding a professional record of 5 wins, 2 losses. He stands 6'1" tall, weighing in at 169 pounds. Fighting out of Manchester, England, Priceless. And when the action begins, our referee in charge, Yves Levine. Yves Levine, unser Ringrichter in diesem Weltergewichtskampf hier in Las Vegas, Nevada. Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Er bringt einen Inside Leg Kick. Oh, ein Superman Punch. Ja, starke Jabs. Klasse, dieser Punch von Brooks. Ja, der Jab war zu unpräzise. Toller Jab. Da war der Jab wieder. Ja, schöner Haken zum Kopf. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Phil Brooks hat seinen Gegner hier schon früh mit einem schweren Kopftreffer beeindruckt. Oh, der Schlag hat gesessen. Gute Angriffe hier. Schöne Rechte. Harter Kick zum Bein. Gute Treffer. Sehr schöner Takedown. Er trifft mit der Linken. Jetzt sind sie beide wieder auf dem.
Gut, hat er. Nein, so eine Chance lässt er sich nicht entgehen. Guter Treffer. Schöner Haken zum Körper. Gutes Timing. Oh, ein Inside-Leg-Kick von Curtis. Oh, er ist angeschlagen. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Treffer mit dem Jab. Ja, er versucht alles, um wieder zu Kräften zu kommen. Und jetzt setzt er den Over-Under. Oh, schöner Takedown. Voller Sweep jetzt hier. Treffer mit diesem Punch. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Gut nach oben gekommen und ein starker Kopftreffer von Brooks. Er wechselt in die Full Guard. Oh, schön aufgerichtet und noch ein starker Punch von Brooks. Klasse Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Sehr effektiv, wie er hier den Jab einsetzt. Oh, er scheint benommen zu sein. Ja, die Garde passt. Oh, das hält er nicht durch. Was für Schläge. Oh, schöner Kick zum Körper. Ja, guter Double Jab. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Sauberer Treffer. Das war's. Der Fight ist zu Ende. Er hat seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance zur Verteidigung gelassen. Die Rechte kamen so schnell und so hart, dass der K.O. unvermeidlich war. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Da haben wir den Sieger dieses Kampfes durch diesen wirklich großartigen K.O. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, Referee Eve Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 52 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, C.M. Hier haben wir den Sieger durch Knockout. Ain't nobody vouching for ya. Ain't nobody vouching for ya. Ain't nobody vouching for ya.